bin's schon wieder alleine, aber gar nichts Schlimmes. Heute haben sich die Lager nur etwas aufgeteilt. Grund dafür ist, dass wir morgen frei haben und erst Montag wieder spielen. Und weil es eine Heim-WM ist, hat Sarah dann gesagt, würde sie gerne zu Hause bei ihrer Familie bzw. bei ihrem Freund schlafen. Genau. Und deswegen habe ich das Bett hier alleine für mich. Wir haben uns dann einfach überlegt, jeder macht für sich ein Video und ihr kriegt dann von uns beiden die Perspektive. Denn heute war ein guter Tag. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, wir haben heute den Center Court gerockt. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, auf diesem Center Court zu spielen. Alles, was gestern nicht so gut lief und wo die Nervosität da war, konnten wir heute abschütteln. Wir waren ein bisschen entspannter und konnten auch viel mehr genießen, das ganze Publikum da zu haben, die Leute auf unserer Seite zu wissen. Das war wirklich richtig, richtig cool. Genau, das Spiel war dann auch sehr nervenaufreibend, aber wir konnten es im dritten Satz gegen die Polen für uns entscheiden, 15-11. Unglaubliches Spiel danach. Soll ich anscheinend auch auf dem Center Court getanzt haben, daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Aber es waren total viele Emotionen und ja, wir haben uns wirklich unglaublich gefreut. Das sind genau die Spiele, die wir haben wollten. Das sind die Spiele, wofür wir im Winter trainiert haben und dass wir uns da auch belohnen können und jetzt uns einen kleinen Leckerbissen ergattern konnten, ist wirklich richtig schön, tut gut und die Stimmung gerade im Team ist super. Jetzt freuen wir uns sehr, dass wir morgen frei haben, werden morgen dann nochmal auf unseren Heimplätzen im Beach Center ein bisschen trainieren und sonst runterfahren, ausschlafen, das Frühstück hier mal genießen, mal schauen, was sich da so finden lässt. Genau, und entspannen, ein bisschen Physio machen und dann natürlich das Spiel für Montag vorbereiten, denn es steht noch ein Spiel an gegen die Lettinnen. Und da wollen wir natürlich auch wieder unser Bestes geben. Was das letztendlich heißt und wie das mit dem Pool weitergeht, wissen wir gar nicht so genau. Unsere Ausgangslage gerade ist nicht schlecht, aber trotzdem zählt erstmal das Spiel am Montag. Und wenn wir es schaffen, unsere Leistung, die wir heute gezeigt haben, wieder aufs Parkett zu bringen, dann kann das auch wieder ein echt geiles Spiel werden. Und da haben wir einfach richtig Bock drauf. Werden uns morgen gut vorbereiten und hoffen dann, viele von euch am Montag zu sehen, um 14 Uhr auch wieder auf dem Center Court. Genau, dann sind wir schon die alten Hasen auf dem Center Court. Wir freuen uns. Jeder, der kommt, ist sehr willkommen. Und alle, die es von zu Hause aus genießen dürfen, drücken natürlich auch da die Daumen. Wir freuen uns über jede Nachricht. Uns haben heute so viele Nachrichten erreicht. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben den Tag sehr genossen, gehen jetzt ins Bett und sammeln Energie für den Montag. Wünschen euch einen schönen Sonntag. Bis dann! Hallo Leute! Ja, was ein Tag, ey! Wir haben heute gewonnen! Boah, ja, mega. Also gerade ist so, das System fährt voll runter. Ich kann nicht mehr. Müde, kaputt und es krampft und ja. Aber super happy und ich bin immer noch geflasht. Die Atmosphäre im Stadion war mega krass, das war so geil. Die Zuschauer haben uns mit nach vorne gepusht. Ich glaube, sonst hätten wir vielleicht auch nicht so easy gewonnen, den dritten Satz. Und ja, das war echt einfach, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich bin jetzt gerade bei mir zu Hause, weil wir morgen frei haben. Wir trainieren morgen nur, wir trainieren morgen einmal, genau, auch hier am OSP. Und ich wollte einfach für mich ein bisschen abschalten, ein bisschen runterkommen. Einen Tag zu Hause, kein Stress, keine Leute, kein Volleyball sehen, keine Leo sehen. Nein, Quatsch. Aber manchmal tut das auch ganz gut. Ja, ich sitze hier mit einer Wärmflasche, auch wenn mir draußen warm ist. Einfach nur ein bisschen Bauch, regenerativ. Habe noch meine Salzwasserlösung dabei, damit ich nicht so verkrampfe. Genau. Ja, so sieht's aus. Nochmal zum Spiel, ich bin immer noch überwältigt, ich weiß gar nicht, wir haben einfach gut aufgeschlagen, dann gut abgewehrt und das Publikum hat uns so nach vorne getragen, dass wir einfach gar nicht anders konnten als zu gewinnen. Ja, jetzt freuen wir uns auf unseren freien Tag, das tut gut und Montag geht es dann volles Rohr nochmal,
nicht um den Gruppensieg, aber die Chancen stünden dann ganz gut, dass wir nochmal weiterkommen eine Runde. Das wäre ja auf jeden Fall unser Ziel. Deswegen gucken wir mal, wie das läuft und wir zählen wieder auf eure Unterstützung und hoffen, dass es euch genauso viel Spaß macht mit uns. Und wir sehen uns. Ciao, ciao!